Ja, hallo meine Lieben, wir haben es tatsächlich endlich geschafft, wir haben die 5000 geknackt. Ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich so unterstützt habt, dass ihr mir immer gefolgt seid, dass ihr kräftig kommentiert habt, mich abonniert habt, mir Likes gegeben habt, meine Videos geteilt habt. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Natürlich habe ich auch wieder was zu verlosen. Und zwar gibt es drei richtig, richtig tolle Pakete, die ich hier für euch raushauen möchte. Natürlich auch wieder wie immer nur unter meinen Abonnenten. Also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich zeige euch mal, was ich für euch raushaue. Und zwar handelt es sich hier um eine richtig, richtig coole Jara Bates Kappe im Deutschland Dekor. Die gibt es auch so nicht zu kaufen. Drei Stück, also insgesamt drei Pakete werde ich raushauen. Drei solche Caps mit jeweils zwei Dosen Trout Bates Jara. Welche Gummis es werden, das wird noch eine kleine Überraschung, also das werdet ihr dann sehen. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, ein viertes Paket mit drei Dosen Trout Bates Jara. Auch da wird es ein bisschen gemischt, lasst euch einfach überraschen. Die drei Dosen Trout Bates Jara bekommt derjenige, der das schönste Kommentar hinterlässt, welchen ich dann auswähle. Also, ich danke euch viel, viel mal und ich hoffe, ihr schaut euch weiter meine Videos an, erfreut euch dran und wir sehen uns dann im nächsten. Ciao! Ja, liebe Leute, angekommen an der anderen Anlage. Wir sind jetzt hier bei der Anlage Beckmannsbro. Die ist nicht weit von unserer Unterkunft. Wir haben hier jetzt auch noch ein 2-Stunden-Ticket gelöst und wollen einfach mal schauen, ob wir hier auch noch was ans Band bekommen. Eduard ist schon ein wenig vorgelaufen, der hat schon die erste, also wir sind guter Dinge. Mal schauen, welchen Plan wir gleich verfolgen. Ich denke mal, der eine wird auf Spoon probieren, die anderen auf Gummi vielleicht. Vielleicht auch mal einen Wobbler oder sowas mal schauen. Und dann gucken wir, dass wir was ans Band bekommen. Problem ist hier, der See ist relativ offen und sehr windanfällig. Das heißt, der Wind kommt von der Seite und drückt komplett in eine Ecke des Sees. Wir schauen mal, ob wir was ans Band bekommen. Ihr seid natürlich mit dabei. Los geht's! So, da Fadern und Eduard mit dem Gummi angeln. Probiere ich jetzt erstmal ein paar Würfe mit dem Spoon. Denke, wir wechseln mal den Platz. Das ist hier einfach zu windig mit Seitenwind. Ich versuche es mal, mich so hinzustellen, dass ich Rückenwind habe. Und dann könnte das vielleicht noch was werden. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen Rückenwind. Jetzt kann ich auch gleich wieder ein bisschen leichter gehen. Der Vater hat einen. Dann gehen wir mal schnell rüber. Ja, hat er eine. Mann. Hängen die am Haken? Thank you.
Ach ja. Eduard hat wieder eine. Gehen wir schnell zu Eduard. So. Bin jetzt hier rüber gesprintet. Eduard hat jetzt schon die zweite. Mein Vater hatte gerade auch einen Biss. Oh, schöner Fisch. Schöner Fisch. Petri. Petri, Eduard. So, guck mal hier. Hat attackiert und hängt am Kiemendeckel. Passiert oft. Schöner, schöner Fisch. Petri. Scheinbar ist das Gummi hier deutlich besser. Wenn Eduard schon zwei hat, Faran hat auch schon einen gehabt und hier live bist. Das gibt's doch nicht. Ich habe gerade auf Eduard geguckt und da fängt er schon wieder eine. Das ist doch der Wahnsinn. Also irgendwas scheine ich hier verkehrt zu machen. Scheinbar ist das Gummi 70er Mirat. Da komm, ich helfe dir beim Keschern. Wollte gerade losgehen. 70er. Ah, 70er ist das. Ah, ja. Der 70er ist es. Ja, Leute, was soll man sagen? Da ist der Fisch. Und auf dem 70er Mirax, der Köder ist weg. Komplett. Wahnsinn. Petri, danke. Kannst du Operation jetzt machen. Okay. Ja, liebe Leute, irgendwie scheint Beckmanns Bro Eduard sehr. Oh, das ist ein richtig schöner Fisch. Oh ja. Das ist ein richtig guter Fisch, den du da erwischt hast. Wieder auf den 70er? Ja. Glow. Glow? Richtig schöner Fisch. Hängt auch nur ganz spitz, ne? Ganz vorne. Ich glaube, ich komme mal rum. Ich sitze hier hinter die Büsche mit. Und einen großen Kescher hat jetzt der Fadern. Boah, guckt euch diesen Trümmer an, ey. Das ist der erste gute Fisch. Boah. Da ist er. Voll weggeballert. Petri, Petri, Mann, 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 Eduard, du machst mich wieder fertig hier. Wahnsinn, schöner Fisch. Dann gucken wir nochmal rein. Schön auf den 70er im Maulwinkel, besser geht's doch nicht. Klasse. Ja, da ist er. Was ein schöner Fisch. Petri, Eduard, Wahnsinnsteil. Klasse. Ja, liebe Leute. Leider nicht live, aber oh, ein schöner Fisch. Pa, kannst du mir helfen? Der ist groß. Jetzt hier vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn wir den rauskriegen.
haben wir uns doch noch entschneidert. Ich dachte schon, dass ich der Einzige hier an dem Teich bin, der außer ein paar Fehlbissen doch keinen rauskriegt. Aber jetzt auf den UV aktiv plus Glow 70er Mirax an der Böschung geführt. Der Fisch hat lange mit dem Köder gespielt. Und jetzt ist das höchstwahrscheinlich der Abschlussfisch des Tages. Das ist ein sehr schöner Fisch. Da kommt er. Nein, 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 nein. Jetzt hat der Fadern zugeschlagen. Der Fadern hat zugeschlagen, hä? Ja, liebe Leute, jetzt zum Schluss noch eine richtig schöne Lachsforelle. Konnten wir überreden hier in dem Sturm. Wir machen jetzt auch Schluss für heute. Filetieren die Fische jetzt noch und dann geht's nach Hause. Also, wir sehen uns.